Ich strebe an, Bundeskanzler zu werden, Herr Sturm. Mag Ihnen nicht gefallen, ist aber so. Und wenn Frau Merkel in mein Kabinett eintreten will, kann sie das gerne als Vizekanzlerin tun. Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine Große Koalition nicht zur Verfügung. Angesichts der roten Karte für die Große Koalition am 24. September. Die Union hat mehr als 8% verloren, wir mehr als 5%. Das war eine eindeutige Absage an die Fortsetzung der Großen Koalition. Liebe Genossinnen und Genossen, ich höre hier sehr aufmerksam zu. Heute einmal Zwerg sein, damit morgen wieder etwas Großes rauskommt, hat Kevin gesagt. Ich vermisse etwas an Erläuterung dazu. Wir können mit den Konservativen nicht alles durchsetzen. Ja, deswegen sind wir doch eine eigenständige Partei. Deswegen heißen wir doch SPD. Und deswegen kämpfen wir auch morgen dafür, dass die Bürgerversicherung kommt. Wir geben, Leute, wir geben doch die SPD nicht auf in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren. Und wenn wir das in der Vergangenheit nicht gut genug gemacht haben, unsere eigene Position, und das haben hier viele vorgetragen, dann habt ihr recht. Ja, und jetzt kann es losgehen mit den Gesprächen mit der Union. Das ist eigentlich die fast wichtigere Nachricht heute. Darüber hat ja der Parteitag auch abgestimmt, dass man eben ergebnisoffen in die Gespräche mit der Union geht. Also nächste Woche geht es schon los. Da wird dann Martin Schulz und Andrea Nahles, beide werden da dann auf Angela Merkel treffen, auf die Union und werden mit ihr anfangen zu sondieren, was möglich ist. Und die SPD hat sich viel vorgenommen, möchte da viel durchsetzen bei diesen Gesprächen. Und was Martin Schulz da gesagt hat, wie er da reingeht in diese Gespräche, das hören wir uns auch mal kurz an. Genossinnen und Genossen, auf den Inhalt kommt es an, nicht auf die Form. Wir müssen nicht um jeden Preis regieren, aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen. Entscheidend ist, was wir durchsetzen können. Also ich sage Ihnen, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.